Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Dieser Part wird aufgenommen, wobei er eigentlich schon aufgenommen ist. Ich habe ja auf Facebook gepostet, dass einige Parts durch das Rendern verloren sind. Das ist einer davon. Deswegen hoffe ich, dass es euch nicht zu sehr stört, wenn ich jetzt hier halt eigentlich schon weiß, wo es lang geht und so. Das ist ein kleines Problem. Sorry, ich muss gerade meine Stoppuhr einstellen. So, gut. Naja, also ich weiß eigentlich im Grunde genommen, wo es lang geht. Insofern, naja, nicht böse sein, dass ich gerade eigentlich schon alles weiß. So, wir sind gerade aus Monument Island geflohen. Da hinter den Wolken versteckt sehen wir es eigentlich noch. Und, Frau gesehen? Blauer Rock, Elizabeth ist eben in Richtung Musik gegangen. Naja, versuchen wir uns mal umzusehen. Was haben wir hier? Ein Audiolog. Erzähl. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie... Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Ach was. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Tja. Oh, guck mal, hier ist ein bisschen Bier im Schatten der Boote. Ist natürlich auch sehr gut. Und ein paar Silver Eagles, hervorragend. Ja, Ed Gaines will immer noch die Biografie schreiben, beziehungsweise soll die Biografie des großen Propheten schreiben. Interessant, der Junge ist gut drauf. Damit könnten wir hier wegkommen. Ah ja, die First Lady, in der Tat. Ein guter Plan. Nee, also ich will nochmal zurück zu Ed Gaines. Es ist natürlich eine schwierige Arbeit, für einen Propheten eine Biografie zu schreiben. Warum macht er es nicht einfach selbst? Ich nehme mal kurz ein Kinetoskop. Immer interessant. Battleship Bay! Battleship Bay, meine Damen und Herren, Battleship Bay. Mehr sehen wir da jetzt auch nicht. Das ist das Ganze, aber das Wasser fließt da wirklich runter, also wirklich in den Abgrund. Muss es da nicht ständig regnen, wenn Columbia irgendwo drüber steht? Ich meine, scheint Columbia wohl scheißegal zu sein, aber naja. Maintenance. Ah, können wir auch noch rein. Ist doch alles Schwindel. Hier ist das Wasser. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ach Gott. Naja, nehmen wir erstmal deinen fairen Lohn weg. Und gucken uns noch ein bisschen um. Dein Lunchpaket essen wir, alles lecker. Wir haben durch den Sturz ganz schön was einstecken müssen, ganz schön Gesundheit verloren. So, noch ein bisschen Sandwich, lecker, Kaffee, Salz, ein Apfel. Nom 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 nom. Essen wir alles auf. So, hier ist noch ein bisschen Salz und hier sind noch Sardinen. Leckerchen. So, und da kommt die Musik her. Wissen nicht mehr, wo sie hingehen. Zivilistin Nummer 1. Wie sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der So. Also wir wissen mittlerweile, wo die Musik herkommt. Wir wissen also, wo Elizabeth ist. Ja, hallo, ihr Turteltäubchen. Sollten wir beide einen Spaziergang machen? Einen Spaziergang. So, hier haben wir noch ein paar Silver Eagles. Lohnt sich immer mal rumzugucken. Und wie gesagt, ich weiß ja schon ein bisschen, wo es lang geht. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Rar. Süß. Also, sie scheint ziemlich gut auszusehen. Zumindest entsprechen wir also dem Ideal. Oh, er ist dein Bruder. Komm, wir klauen ihn einfach mal das Bier. Schön. So, was haben wir hier noch? Ein paar Zigaretten. Oh, ne, Munition für Pistole, die einfach so am Strand liegt. Na klar. So, okay. Dann, Also dann, ihr seid stark. Stark. Tut so, als wärt ihr Herkules. Jawohl, gut so. Hallo, Fotobomb. Gut, alles klar. Also hier kommen wir noch nicht weiter, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu Elizabeth. Das passt ja. Da müssen wir sowieso hin, also beziehungsweise das wollen wir auch. Wir wollen ja die Kleine wiederholen, die haben wir gerade erst gerettet und schon ist sie weg. Der hat einen Plan, so, dann hau ab. Er auch einen. So, die Bälle können wir leider nicht wegkicken. Warte mal. Haben wir die endlich wiedergefunden? Ah, die Musik finde ich einfach so geil. Hey, ach, mit Live-Piano. Ah, scheint sich zu amüsieren. Na hey, gut. Kleine, Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Na, ab nach Paris. Ah, und schon haben wir sie wieder angelogen. Kaum zu glauben, aber wahr. Riechen Sie das? Ach, die Kleine. Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Ja, das ist die Scheiße. Spende, die ich kenne, das ist Möwenscheiße. Naja, gut, dann gehen wir mal weiter. Ich muss Elizabeth in Kämpfen nicht schützen, nein, das ist richtig. Sie ist absolut autonom, was das Geilste an diesem Spiel ist, muss ich sagen. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen.
Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Ach, sie hat Comstock also noch gar nicht getroffen. Interessant. Räumen wir mal eben die Kasse aus. Er gefällt mir nicht. Und klauen wir alles so, was wir so haben. Können wir gehen? Die Arme. Sie kennt einfach nichts von der Welt. Schon krass. Was ist das denn? Nee, also ich finde es beeindruckend, dass sie halt einfach gar nichts weiß. Also sie ist quasi das, worauf rum sich der Glaube in Columbia dreht, weiß aber selbst nicht so wirklich was über Columbia. Das finde ich sehr interessant. Ah, die beiden schon wieder. Mr. DeWitt, hier. Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht den Vogel? Nichts geht über den Käfig. Absolut. Die zwei schon wieder. Wie? Schon gut. Sibis ist sehr, sehr aufmerksam. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Was ist mit Ihrem Finger passiert? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Du bist jetzt frei, Elizabeth, deswegen wählen wir den Vogel. Den rechten. Auf jeden Fall. Sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. No shit. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Die beiden, ey. Mein Gott. Oh mein Gott, Monument Island. Alles in Ordnung? Wow. Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Unglaublich. Total zerstört vom Songbird. Oh mein Gott. Ja, wo war Songbird, als es passiert ist? Nun, vielleicht hat Songbird das auch verursacht. Aber Songbird scheint ja erstmal ausgeschaltet. Jedenfalls der Sturz hat Songbird auch nicht so glücklich getan. Wir sind echt wohlhabend, was? Ja, sind wir auf jeden Fall. Nee, also jetzt, da sie... oh, ein Hotdog. Lecker, so einen alten, gammligen Hotdog aus der Ecke. Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn braucht? Ja, klar, die können das mal eben wieder aufbauen, auf jeden Fall. Ja, jetzt, wo die große Ablenkung herrscht, können wir mal eben die ganzen Geldbörsen hier leerräumen. Wie so ein alter Taschendieb, der wir nun mal sind. Oh, ein Äpfel. Nam, 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 nam. So. Lecker. Ja gut, teilweise muss man sagen, dass die Texturen nicht immer nur geil sind, ne? Naja. Aber wie gesagt, das ist ein kleines Manko. Das Spiel ist ansonsten super. Ich weiß übrigens, wo ich hin muss. Ich werde es versuchen, dass ich diesen Part nahtlos so anschließen kann, wie es eigentlich gehört. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Um Gottes Willen. Halten Sie still. Was ist hier los? Da komme ich nicht durch. Ja, da komme ich echt nicht durch. Kommen Sie. Hey, Hulle, zieh dir den an. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Ach, halt die Fresse. Komm. Ja. Ruhe da unten. Ja, öffne mal die Tür. Das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? Urinieren. Public Urination. Du hast gelernt, Schlösser zu knacken. Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Da müssen wir lang. Da gehen wir jetzt aber noch nicht lang. Erstmal gucken wir uns um. Und hat sich gelohnt. Natürlich wieder ein paar Silver Eagles. Oh, Gesundheitskit. Herrlich. Also hätten wir nicht so viel Obst und Gemüse gegessen, so gesund wie wir halt waren. Hätten wir jetzt wieder voll Gesundheit. Hier noch ein Schreibtisch, ein Silver Eagle. Gut, dann müssen wir hier lang. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Oh je. Wieder die Schwarzen. Da kriegen wir richtig in die Nase gerieben, dass die absolut benachteiligt sind in Columbia. Kannst du durchsuchen? Oh, noch mehr Geld. Cool. Was hab ich denn gerade für Frame Drops? Hey, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Oh, danke. Da drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Möglicherweise. Lass uns mal gucken. Nö, wir haben gut gegessen. Wir brauchen nichts. Das ist eine gute Idee. Müssen wir lang? Da. Dann gehen wir erstmal hier lang. So, die alte Regel bei Bioshock. Oh ja, was haben wir denn hier? Ausrüstung. Neues Hemd, Windschild. Das Springen von einer Skyline gewährt kurzzeitig Unverwundbarkeit. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Zumal wir noch kein Hemd haben. Und ein Voxophon. Daisy Fitzroy. Hey, die kennen wir doch. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Auf jeden Fall. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Klass. Tja, die arme Fitzroy, die kam hierher in der Hoffnung eines neuen Lebens. Kennen wir uns? Oh. Da bei der Verlosung vorhin. Ohne sie werden wir nicht entkommen. Ach was, das ist unsere Belohnung. Sie hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Tja, gut.
Das ist unsere Belohnung. Dann gucken wir uns doch mal an, was wir jetzt als Belohnung kriegen. Hut, Munitionskapazität. Was ist unser Vergleich? Sie haben eine leere Clips und 40%ige Shade. Automatische. 40%ige Chance aus automatisches Füllen und Nachladen. Ja, legen wir die doch mal an. Das ist doch praktisch. Collared and Irish Wash. Krass. Ist doch überhaupt nicht rassistisch oder so. Natürlich haben die Schwarzen ihren eigenen Waschraum, der less than awesome ist. Alter, ist das krass. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Hm. Ist so ungefähr die Standardaussage von allen Schwarzen in der Zeit der Segregation, also wo quasi diese Black Panther-Bewegung noch nicht aufkam. Und wir sind wieder in der Welt der Weißen. Oh, ein Schild, das wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Steht hier. Mind amongst your own manners and... Mach mal die Tür nicht auf, bitte. Hier. Do not speak to the patrons unless spoken to first. Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde dreimal verschoben. Oh shit. Was haben wir denn hier? Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ich weiß es nicht. Bin ich ein Schlaukopf oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall nehme ich das dabei auch in den Mund. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Um Gottes Willen, ey. Also ich reinige auch immer das Gewehr... Wie scheiße falsch kann man das bitte verstehen, ey? Ich reinige das Gewehr meines Vaters, ich putze ihm die Flinte. Gib mir das Geld, gib mir das Geld. So, mach an. Gib mir das Geld jetzt. Ach, dann nicht. Hier, für die Kasse. Kommen Sie. Lass okay. Danke. Hier. Ehrlich. Gut. Er hat den Kirschbaum gefällt. Hm. Er hat den Delaware überquert. Ist so ein cooler Patriot. Die werden wir später noch kennen. Hallo. Na komm, dann fotografier mich mal. Fotobomb. Jetzt weiter, Hall of Heroes. Müssen wir weiter? Sie geht arbeiten, oder? Ja. Und deswegen gehen wir da erstmal nicht hin. Ganz einfach. Ach Gott, die Schwarzen sind hier nur die Bediensteten. Das ist so hart, ey, wie uns das auch in die Fresse gerieben wird mit der Segregation und der Benachteiligung. Wobei ich das auch ziemlich cool finde, um ehrlich zu sein. Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas Schönes? So Salz, Bananen. Nö, ist eigentlich alles voll. Wir sind wieder in richtig guter Verfassung. Ha, spähende Kinder. Ich finde das richtig schön, dieses Level der Details. Das ist einfach richtig cool. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Naja. Noch ein paar Toiletten. Farbige und eine für weiße. Tja. Ebenso. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Ah, sie ist so geil unschuldig, ey. Das ist so putzig. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich im nächsten Part schon dieses Kinetoskop geaktiviert habe. Also, naja, machen wir es mal. Solving the Irish Problem. Natürlich sind das alles Trinker. Meet the Drunk, the Laggard. Natürlich viele Kinder, die sie nicht ernähren können und ärmlichen Behausungen haben. Haben sie auch. Meet the Strumpet, his brood. Together they manufacture future the Vox Populi. Bla bla bla. Das geht einfach viel zu schnell, sorry. Send them to thee, says Jeremiah Fink at Fink MFG. Ach, den lernen wir auch noch kennen. They'll work. Oh my god, they die trying. Arbeit natürlich die Lösung für alle möglichen Probleme, klar. Ist ja nicht so, als wäre es da in irgendeiner Weise ein gesellschaftliches Problem, das in irgendeiner Weise involviert wäre, aber dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Ja, Mary McCarthy, die Arme. Und diese schreckliche Erin O'Malley, wenn dein Vater das erfährt. Ach Gott. Ach, schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Um Gottes Willen. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Na gut, dann gehen wir nochmal kurz auf Toilette. Schauen wir mal, ob Wollen wir hier irgendwas haben. Unbedingt, dass wir verhaftet werden? Hm? Kommst du nicht mit rein? Na gut, ist wohl die Männertoilette. Müsli für Gesundheit, ein Müsli. Toiletten können wir benutzen. Oh, hier ist noch was zum Plündern. Cool. Na gut, Leute, hier bin ich in dem Part 9 stehen geblieben. Ich hoffe, das wird jetzt ein relativ guter Part. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß bei dem, letzter... Oh mein, das ist die Frauentoilette. Dann ist hier die Männertoilette, genau. Für was? Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Nein, nein, das erwarte ich nicht. Nehmen wir erstmal noch das Voxoskop. Die Worte des Propheten zum Abschluss, meine Damen und Herren. Als Junge hatte ich einen Hund. Ja. Namens Bill. Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Natürlich. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Amen. Alles okay. Loyal gewesen. Jawohl. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Um Gottes Willen. Gut,
Die Worte des Propheten zum Abschluss, meine Leute, Damen und Herren. Inspirierend. Sekunde noch. Ach, bitte, Elisabeth. Ist doch okay. So, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Es hat mich sehr gefreut. Und schaltet auch im nächsten Part von Let's Play Bioshock wieder ein, wenn es wieder heißt. Rassismus in Columbia und so. Leck mich am Arsch. Also, bis dahin. Ciao.